Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs und wollte ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um den Great Vault. Da war ich letzte Woche wieder, ja, mehr oder minder fleißig, habe ein bisschen Arena gespielt und jetzt wollen wir mal gucken, was so in der Kiste drin ist. An Arena-Gear brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr großartig was, aber ich würde noch so ein bisschen T-Mog mitnehmen und zwar... wäre da T-Mog in Richtung Heal-Waffen gut, Heal- oder Eulenwaffen, halt mit Int drauf, die ich noch brauche. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal rein. Arena-technisch bin ich ja mit dem Mount und der Wertung soweit durch. Also sprich, fürs Feral Gear brauche ich da jetzt ehrlich gesagt nichts mehr. Gut, wenn da jetzt irgendwie ein Tertiär-Stat drauf ist, sage ich jetzt auch nicht nein, ne? Das kann man dann immer noch gebrauchen, aber an sich geht es jetzt eher um T-Mog tatsächlich. Jetzt schauen wir mal, ob irgendwas Tolles drin, weil ich müsste eigentlich alle drei Slots ausgefüllt haben. Schauen wir mal rein. Okay, da haben wir drei Slots. Also das mittlere können wir schon mal vergessen. Das ist nämlich ein Trinket, das bringt mir kein T-Mog. Hier haben wir Schultern, das bringt mir auch nichts. Und ein Gürtel, das bringt mir auch nichts. Ja gut, da haben wir auch kein Dings drauf, ne? Kein Tertiär-Stat. Jetzt muss ich mal überlegen, ob ich irgendwo noch einen Vorteil draus habe. Was habe ich denn im Moment? Wobei, ich habe auch letztens bei Sylvanas den Gürtel hier gekriegt, ne? 259, also brauche ich Gürtel eigentlich auch nicht holen. Und hier habe ich den Sockel drin. Das rentiert sich eigentlich... Wobei, das habe ich auch 259, ne? Ja gut. Ich glaube, da werden wir diesmal einmal schön passen und einmal hier diese Steinchen nehmen. Dann können wir ja noch irgendwas anderes von kaufen. Ich glaube, da gab es ein bisschen Währungsgedönse, ne? Besser als nix. Ich dachte mir jetzt, dass ich noch irgendwas vielleicht zumindest einen Ticken upgraden kann. Das Zeug ist zwar nicht 259, sondern nur 249. Aber an manchen Slots habe ich ja teilweise auch lore Sachen, wie zum Beispiel auf der Brust und so. Und dann hätte man da noch mal gucken können. Gut, sollte nicht sein. Jetzt kann ich hier nochmal schauen, ob wir da was eintauschen können. Gut, ich könnte halt so ein paar Kortierkristalle holen oder ein bisschen Stygia. Wisst ihr was? Ohne Scheiß, ich hole mir tatsächlich Stygia. Hört sich komisch an, aber ich brauche tatsächlich Stygia, um noch ein bisschen T-Mog-Zeug kaufen zu können. Und das ist dann gar nicht so schlecht. Also diese Account-Sachen, ne? Da brauche ich nämlich auch noch ein bisschen, bisschen Stygia für diese Account-Gear. Und da brauche ich noch ein bisschen T-Mog drauf und kann den einen oder anderen Twink noch equippen. Hat es jetzt nicht ganz geschadet, würde ich mal sagen, an der Stelle. Gut, das war es eigentlich schon mit dem kleinen Opening. Gear hat leider nichts gebracht. Ich denke mal, bis zum Patch 982 werde ich jetzt den Vault erstmal nicht mehr aufmachen, weil ehrlich gesagt brauche ich nicht mehr wirklich was draus. Und ja, dann werden wir wieder ein bisschen gucken, sobald der Patch raus ist, dann werden wir wieder ein bisschen Raids im Plus und vielleicht auch Arena spielen. Und ja, bis dahin verabschiede ich mich zumindest mit dem kleinen Opening-Videos. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.